Also vor uns ist die Rampe, also vom Turm bis zum Ende der Rampe, das ist genau 860 Meter. Also ich will hin und zurück fast 2 Kilometer lang. Und aus dem Turm, also sehen Sie ein bisschen nach rechts, dort steht eine Gruppe mit diesen weißen Blusen. Yeah. Und ein bisschen weiter nach rechts sieht man die Ruinen der Gaskammer 3. Also diese dritte Gaskammer wurde ganz ähnlich als diese zweite gebaut. Das Modell dieser Gaskammer 2 haben wir im Stammlager gesehen. Diese wurden nach gleichem Plan gebaut. Das waren diese größte Anlage mit diesen unterirdischen Teilen. Linke Seite, Frauenlager, mit dem Ausnahme dieser Gaskammer und Krematorium gebaut. Alle gemauerte Teile sieht man bis heute. Originale hier ist die Umzäunung. Natürlich, wenn es um Grab geht, nicht unbedingt, aber diese Fälle, das ist Zustand aus damaliger Zeit, in der letzten Zeit konserviert. Und Sie sehen, dort sieht man nur die Fundamente der Barocken. Ja, dieser Teil von der Rampe nach rechts, nur Holzbaracken wurden dort installiert. Aus der Chronik der Befreiung des Lagers bekannt ist ein Foto. Dieses Foto sieht man auch im Fernsehen, zum Beispiel Januar, Jahrestag der Befreiung des Lagers. Dieser Teil von Holzbaracken, für uns Beweis dafür, dass die Mehrzahl der Waren erst danach, das heißt nach dem Krieg sind. Als die Evakuation begann, wurden vor allem Baracken in diesem Mexiko-Teil, das ist dieser dritte Teil, ich habe schon erwähnt, hinter diesen Bäumen, ganz weit dort, das ist dieser Teil. Nicht alle geplante Baracken wurden dort installiert. Und als Evakuation begann, vor allem Baracken aus diesem Teil wurden zerlegt, weil die Teile auch zu den anderen Lagern abgeschickt wurden. Nach Großhausen zum Beispiel, nach Machthausen. Konzentrationslager. Am Ende der Rampe diese Anlage mit den unterirdischen Teilen und weitere Gaskammer 4 und 5, das sind diese im Wald. Sehen Sie, dort ein bisschen weiter sehen wir noch etwas, etwas Weißes. Das war damaliges Kanada-Lager, also hier als der Teil B2G. Unter diesem Glas kann man heute die Überreste, Gabelmesse und Löffel sehen. Das ist das alles, was auf dem Gelände dieses Kanada-Lager gefunden wurde. Und ganz hinten diese Baracke, niedrige Baracke, Steinbaracke, das war die sogenannte neue Sauna. Mit diesen modernen damals Desinfizierungsanlagen. Das war das Lager. Außerhalb des Lagers sieht man bis heute ein Gebäude aus damaliger Zeit, bei dieser Hauptstraße. Hier ist da damaliges Kommandantenhaus. Heute eine Kirche da, während des Lagers bestehendes Kommandantenhaus. Gebaut in gleicher Zeit wie diese Gasthof. Damals in der Nähe dieses Gebäude Unterkunftsbaracke für die SS-Männer aus der Wachmannschaft und auch das sogenannte Truppenlazarett wurde dort in der Nähe errichtet. Also Lazarett für die SS-Männer und Familien der SS-Männer. Jetzt dort, ganz gerade vor uns, aber ganz weit, diese größte weiße Schornstein, das ist ungefähr 13 Kilometer von Birkenau nach Osten entfernt, auf Monowitz, wo diese IG-Fabrik gebaut wurde. Ich habe schon diese alte Rampe auch erwähnt. Wenn wir diesen Weg gehen, der ein bisschen nach rechts führt, ungefähr 1 Kilometer vom Turm entfernt, eine andere Rampe. 42, 43 Vor allem Transporte aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland, die erste deutsche Transporte wurden dort ausgeladen. Junge Leute mussten zu Fuß ins Lager gehen, übrigens mit den Lastautos, entweder zu diesen französischen Gasbunkern und später nach 43 zu diesen großen Gaskammern geführt. Und rund um das Lager sehen Sie mehrere Wachtürme und die beim Stammlager. Große, kleine Kostenhütte, ein paar Kilometer weiter, große Kostenhütte und außerdem dieses ganze Gebiet rund um diesen zwei Lager, das war das sogenannte Interessengebiet. Oft haben wir Fragen von den Besuchern, ob diese Bebauung rund um das Lager aus damaliger Zeit stammt. Natürlich,
vede sunt puse fotografii în asternate lui, dimerța rude asternei dizertarate de la. Ist heute steht bei dieser Frau, ich weiß also ein bisschen nach links, steht eine niedrige Holzbaracke. Ja? Ja. Das war die sogenannte Doktorstube und die Mehrzahl der Fotografien wurde aus der ganzen dieser Fotografien in dieser Lektion gezeigt. Die Mehrzahl wurde aus der Nähe dieser Baracke gemacht. Wie gesagt, von 200 Fotografien. Ich nur, weil es so erdrückend ist, der Beispiel sind, dass es immer noch Holocaust-Leugner gibt. Das wundert mich. Und selbst in den kirchlichen Kreisen. Ja, auch. Das sind die Leute der verschiedenen Nationalitäten, das sind nicht unbedingt Deutsche, Engländer, der Berühmteste, der ist ein Leben, das ist ja noch der Bischof Williamson. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Und er ist vor kurzem vom Papst wieder sehr aufgenommen worden. Also, meistens war aus Europa. Ein paar Jahre zuvor kamen sie nach Birkenau und in der Ruine der Gaskammer und Gemeinde suchten sie nach der Spur von Zypern. Ich finde jetzt, dass man seit zwei Stunden gesagt hat, aber der gefährlichste Leugner ist der Achmed Schad von mir. Ach, der Bomber. Für den ist der Redner nach wie vor der Held.